kleinen Gartenteich, ganz nah beim Römerberg, da lebten mal zwei Frösche. Sie hieß Gerda, er hieß Jörg. Der Jörg sagte zu Gerda: Du hast ne Haut wie Samt. Und Gerda sagte glücklich: Komm, wir gehen zum Standesamt. Fröhlich hopsten Jörg und Gerda übers Kopfsteinpflaster, die Stufen hoch zum Römer und drückten auf den Taster. Da ging plötzlich die Türe auf, heraus kam Petra Roth. Sie hat die beiden nicht gesehen und trat die Gerda tot. Und Gerdas Blut, das spritzte von der Sohle bis zum Senkel auf die Schuhe von Petra Roth, und die rief: Heute Abend gibt's Froschschenkel. Betrübt sprach Jörg zu Gerda: Ich hatte dich so lieb. Er küsste sie und peng, verwandelt er sich in einen Typ. Ganz nackig stand er vor der Oberbürgermeisterin, die rief: Hau ab nach Treptebach, denn da gehörst du hin. Und manchmal sieht man heute noch am Sachsenhäuserberg einen Mann ohne Klamotten. Das ist der Nackte.